Was für ein schöner Tag. Es strahlte die Sonne. Der Frau Honigball war es eine Wonne. Sie schaffte und baute den ganzen Tag. Doch nun endete das Tun, was am Rohstoffmangel lag. Das Dach schien feste, der Lehm gefiel ihr sehr, doch genau dieser war nun auch leer. Ein spontaner Entschluss zur dunkler Stunde, Lehm muss her, verbreitet die Kunde. Und so schnappte sich die Dame Tür und Waffengepäck, sonst nichts weiter dabei außer Kartoffeln und Dreck. Auf zum Hafen, ihr Landraten, rief sie laut. Oh, ein kleines Hühnchen, nun schaut. Na du, bock, bock, bock. Auf zum Hafen, ihr Landratten, sie rauschte davon über die Platten. Das Schiff lag vor Anker, die Segel gesetzt, hinaus in die Welt, und zwar jetzt. Die Reise dauerte nicht lang, und die Dame kam an, die Gegend unbekannt, ein neues, fremdes Land. Herr Schweinemann, schnell, wo finde ich einen Sumpf? So wie das riecht bei mir im linken Strumpf. Keine Zeit für Witze, ich suche Lehm und andere Schätze. Naja, dann mach mal nach Osten ein paar wilde Sätze. Das ließ sie sich nicht zweimal sagen und zischte los wie ein Pferdewagen. Häppchen! Scheiße. Au! Häppchen! Häppchen. Lava im Wald. Alter, stirbt ihr Bastarden, stirbt! Ah! Ein Dorf. Hey! Die Reise schien endlos. Die Wälder waren alle so groß. Hat der Schweinemann gelogen? Ist sie in die falsche Richtung hinausgezogen? Alle Wege führen nach Rom, so sagt man doch. Oder buddeln wir hier unser eigenes Loch? Doch hab Mut und Vertrauen. Dann wirst du groß staunen. Ein Sumpf direkt hier vor dir und mir. Was wünscht man sich mehr? So viel Lehm mag sie sehr. Da bleibt das Inventar nicht lange leer. Und zu später Stunde im Sumpfe, bei Kampf in der Nacht, ein paar Schleimlinge ihr Testament gemacht. So viel Loot, so viel Reichtum. Wir sollten es ihr gleich tun. Denn wer fleißig sucht, ist am Ende gut betucht. Und so segelt Frau Honigball wieder gen Westen. Zurück nach Hause zu ihren Besten.